Oha, ey, das ist so fucking interessant, jetzt schon zu sehen. Was ein fettes Studio das allgemein ist. Holy shit, man, what the fuck? Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderbaren Kanal, wo wir nur wunderschöne Menschen zusehen. Freunde, wir sind heute am Start mit einer Premiere, kind of. Und zwar schauen wir uns Studio Session Highlights an von MixMagLaut und Jamule. Das ist von Auf Level, also von Amazon irgendwie was. Co-produziert ist oder whatever, ich weiß es nicht genau. Aber sollen wir uns sowas öfter geben? Es gibt ja viele Rapper, viele Gruppen. UFO macht das zum Beispiel gerade. 187 hat sowas gemacht. Kollega hat sowas gemacht. Sollen wir uns so Tourblocks zusammen ansehen? Tour-Updates, Tourblocks, Behind-the-Scenes, Making-of-Stuff, Studio-Highlights, Studio-Sessions. Sollen wir uns sowas geben? Des Öfteren mal? Wenn ja, schreibt gerne rein, was. Und wenn irgendwas anderes noch ist, so, ich möchte auch mehr so Live-Performances vielleicht mit euch ansehen oder Konzert-Highlights, Big-Crowd-Moments oder sowas. Wisst ihr, wie ich meine? Schaut gerne mal rein, falls wir uns sowas in der Art geben wollen. Falls ihr da Bock drauf hättet, würde mich sehr interessieren. Jetzt haben wir aber hier von meinem kleinen Lieblings-Embryo gerade von Jamule, Mixo McLeod, die Studio-Session-Highlights. Ihr wisst, ich mag alle drei sehr, sehr gerne. Mixo McLeod, sehr talentiert und sehr, sehr krass. Und jetzt haben wir noch Jamule mit dabei, den ich auch sehr, sehr gerne mag. Das ist das erste Mal, dass ich selbst so eine Studio-Session sehe, behind-the-scenes-mäßig. Ich bin gespannt, wie es aufgebaut ist von Auf Level. Wir hören zusammen rein, wir gucken zusammen rein. Ich glaube, es wird sehr entspannt, Freunde. Lasst schon mal einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefällt. Und dann weiß ich, dass ihr des Öfteren auch gerne so eine Behind-the-Scenes-Sachen mit mir zusammen gucken wollt. Ich bin sehr gespannt, das glaube ich, ist sehr interessant, nämlich. Mein Herz ist cold. Baby, ich bin cold, tall. Rolle im Ghost. Und zum Glück nicht mehr in einem Volkswagen. Oha, ey, das ist so fucking interessant, jetzt schon zu sehen, wie das Feeling da überhaupt ist. Wie das Feeling da überhaupt. Wir haben jetzt hier unten Mixo, das ist MacLaut und das ist Jamule, obviously. Und wie es aufge. Was ein fettes Studio das allgemein ist. Holy shit, man, what the fuck? Und wie die da einfach so. Mixo macht was an, was gerade recorded wurde, macht es an und alle hypen sich auf und sind dabei. Ich hab das, was sie wollen. Und dazu noch gute Verkaufszahlen. Sie ist wie Gold. Ihre Aura, ihre Ausstrahlung. Boah, heftiger Song, man, holy shit. Ey, wie Jamula sich auch gefreut hat, er hat so richtig gelächelt. Wir machen jetzt nur noch eine Abstimmung zwischen aber 5 und 3. Nur noch 5, Bro. 5? Nur noch okay, 5. Wir zahlen euch nochmal Nummer 3. Was denn, kann sich doch sein, dass nur einer die ganze Zeit so. 3? Okay, ich glaube, die waren irgendwo live. Ach, die waren live auf Level. Ah, die waren live auf Level. Jetzt check ich das auch. Die haben einen Livestream gemacht. Okay. Also jetzt sagen wir 5. Dicker, dicker. Und das ist die 5. Die 5. Ja. 5. 5. Boah. Aber es waren schon so viele 5. Der Chat flippt aus. Aber gib mir die 5. Alle sagen 5. Okay. Es waren noch viele 3. Die Regie sagt. Ey, wie nice, Mann. Wir können uns auch gerne so Livestreams ansehen, wo Künstler live waren im Studio. Oder ich glaube, 16 Bars macht oft sowas. Ich hätte da Bock drauf, Mann. Gerade Nummer 5, oder? Ja. Nummer 5. Ja, wir haben jetzt viele Dreien gesehen. Danke, einfach fürs Mitmachen. Aber ich glaube, wir haben selber. Okay. Das ist das erste Mal, dass ich die Stimme von MacLaut höre, übrigens gerade. Gerade ein Byte für die 5 bekommen. Ja, Mann. Jetzt müssen wir nur mal rausfinden, von wem der ist. Ich glaube, es war Tex. Schau mal. Dir, Max, Max the Producer war jetzt. Max. Okay, Max the Producer. Oh, du hast mit Nummer 5 gewonnen. Ach, ja. Wie soll der Song heißen? Schreibt mal einfach irgendwas. Wie soll das Ja, Ganze heißen? Wir bauen ein bisschen was von euch ein. Wir bauen ein bisschen. Ah, okay, also der Typ, der Beat Nummer 5 war von einem Zuschauer quasi, der da live zugeguckt hat, aber selbst Producer ist und ein Beat eingeschickt hat. Und Jamule meinte, ey, das ist der heftigste Beat, votet dafür. Alright, alright, alright. Und jetzt macht er live auf diesem Beat irgendwie einen kleinen Song so mäßig. Heftig. Während Mixu hier gerade baut und wir hier dazu noch schreiben. Schreibt ein paar Stichpunkte. Okay, geil, okay, cool. Wir sind live auf Level, wir machen weiter mit dem Beat. Damn, das ist so nice, dass man auch überhaupt sieht, gerade wie so live sowas entsteht. Holy fuck. Ey, ich find's nice, wie alle abgehen und tanzen, so wie sie Bock haben im Studio, so wisst ihr? Dass es nicht so verklemmt ist, man. Ich habe mir das immer so ein bisschen auch so mäßig so vorgestellt, man sitzt so rum, schreibt so ein bisschen und macht vielleicht so. Aber dass man wirklich rumgeht, steht sich. So eine gute Zeit hat er einfach so, wisst ihr? Geil. Finde ich nice. Ist interessant.
Da muss man rein davor sein. Ihre Aura, die ist Gold. Oh, das ist schön. Oh, ja. Ja. Ey, wie schön! Ich find's so schön zu sehen, wie Mixer bei Glaub sich gerade abgeklatscht haben einfach. Das ist so schön. Ihr müsst euch vorstellen, diese drei Leute prägen gerade eine ganze Generation. Aura, ihre Ausstrahlung. Ja. Das ist doch gut. Dann, oh, genau, dann haben wir schon fast alles, was dabei war. Nice. Also vieles. Armer Volkswagen. Ey, kein Diss an den Volkswagen, ein stabiler Wagen. Hey, schau mal, wie war unser erster Spruch damals? Damals, Ah, Detten ist das Studio. Hier haben wir noch einfach ein Drumset. Nice. Water because that shit is fire. Shit is fire. Nice. Okay, man. Lass den mal aus. Genau, okay. So machen, Alter. Alright. Jetzt wird recorded. Mein Herz ist cold. Baby, ich bin cold tall. Rolle im Ghost. Und zum Glück nicht mehr in meinem Volkswagen. Ey, das ist geil. Das ist holy shit. Das ist nice, man. Es ist so nice zu sehen, mal wie das gemacht wird einfach. Das, was sie wollen, und dazu noch gute Verkaufszahlen. Sie ist wie Gold, ihre Aura, ihre Ausstrahlung. Mein Herz ist cold, baby, ich bin cold time. Ich bin ein bisschen geflasht. Es kommt jetzt natürlich einem sehr schnell vor. Der Livestream war vielleicht ein paar Stunden lang, aber trotzdem. Es ist krass, wie schnell und wie nice sowas sein kann. Rolle im Gold, und zum Glück nicht mehr in meinem Volkswagen. Ich hab das, was sie wollen. Und dazu noch gute Verkaufszahlen. Sie ist wie Gold. Ihre Aura, ihre Ausstrahlung. Mein Herz ist cold. Nice, Mann. Okay, geil. Das ist der Song. Wie lange haben wir gebraucht? Eine Stunde? Ja. Eine Stunde, Digga. Holy fuck. Natürlich ist es kein kompletter Song, jetzt nur so ein 16er oder so, wenn überhaupt. Oder die Hook, aber trotzdem nice. Stunde, genau, insgesamt. Ja. Heftig. Also gut, da fehlen noch zwei Parts oder so. Aber genau, also so ist auch die übliche Arbeitsweise. Heftig. Ist halt echt immer krass. Vibe auffangen und loslegen. Genau. Das fühle ich zu 100%, wie MacLeod es gerade gesagt hat, ein Vibe auffangen und loslegen einfach. Nice, Digga. Ey, wenn ihr das nächste Mal wieder einen Typen braucht, der so wie er hier im Hintergrund sitzt und eigentlich nichts macht, ich melde mich freiwillig als Tribut, ich würde es über mich ergehen lassen, ich sage, es ist, ich melde mich bei euch. Oh, ihr seid die Ersten, die es jetzt eigentlich offiziell hören. Mixed MacLeod Album kommt in den nächsten Monaten auf jeden Fall und ja. Es gab noch keine offizielle Bestätigung bis jetzt, aber wir haben es alle gemerkt auf dem Futura am Kanal. Ich freue mich so krass drauf. Bleibt gespannt. Ja. Ich freue mich. Genau, in dem Zuge gibt es auch eine kleine Dokumentation darüber. Über Amazon auch und ach, geil. Könnt ihr begleiten, könnt ihr einfach sehen, wie es entstanden ist. Ey, nice, Mann. Vielleicht. Oh, das wird schwer, das abzuchecken mit Amazon. Vielleicht kriegen wir es hin, dass wir eine Reaction machen können auf die Doku. Ähnlich wie jetzt, mitten reinschauen, schauen, in die Sessions reinschauen, geil. Den ganzen Prozess verfolgen. Geil. Genau, also geil. Wie gesagt, wir drehen unsere Doku mit Amazon, da kommt bald was. Heftig. Genau wie heute. Wir haben unseren Livestream gemacht. Und, geil, Mann. Ja, das war Mixed MacLeod auf Level. Hat Spaß gemacht mit euch. Hat es. Bis bald, hoffentlich. Ja, danke schön. Bis dann. Ciao, Leute. Ey, nice, Mann. Ey, wie gesagt, ich weiß nicht, ob die auf dem YouTube-Kanal hochgeladen wird, die Doku, oder auf Amazon Prime halt. Aber wenn es irgendwie möglich ist, die Doku uns hier in der Reaction zu geben, werde ich dafür meine Hand ins Feuer legen, dass es klappt. Und werden wir versuchen, einen Weg zu finden. Aber das war nice, Mann. Einfach so eine kleine Studio-Session zu sehen, wie das geht, einen Song gemacht oder halt zumindest irgendwie die Hook gemacht, so. Und es war sehr interessant zu sehen, wie die Arbeitsweise da ist. Wir können uns gerne mehr davon geben, Freunde. Lasst mir eure Meinung dazu gerne in den Kommentaren. Ansonsten würde ich sagen, ja, sehen wir uns bei einem weiteren wunderbaren Video. Bleibt natürlich fresh, so wie immer, Freunde. Und ciao.